so ein bisschen rausdrehe, dann entstehen auch ein paar Linien. Ja, und da kann man gucken, hier habe ich mehr Zellen, hier ist es noch nicht so viel entstanden, dann kann ich meinen Becher so ein bisschen so rausdrehen, dass das hier, das ist so ein bisschen wie bei Pfau, ja, entsteht so sehr interessante Muster. Ich liebe auch Feng Shui und wie ihr da seht, das entsteht so ein bisschen so wie ein Feng Shui-Symbol. So, das würde ich jetzt so lassen, das gefällt mir. Dann Becher hochheben. Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich Puring nachhaltiger machen? Es kommt immer wieder so die Frage, naja, aber Puring ist tolle Technik, aber es entsteht so viel Müll, es entsteht so viel Plastikbecher und wie kann ich das Problem lösen? Ich hatte jetzt eine kleine Pause gelegt, ich modernisiere meinen Kanal, ich wollte das Interessante für euch machen. Und da gibt es zu Puring-Bilder auch ganz viele Fragen, zum Beispiel eine Frage, wie kriege ich große Zellen, wie kriege ich kleine Zellen, wie kann die Zellen sich entfalten? Und im heutigen Video geht es darum, wie mache ich mein Puring nachhaltiger? Wie kriege ich große Zellen? Wie kriege ich kleine Zellen? Und ich habe für mich Metallic-Farben entdeckt von Bösner. Die sind so schön und das ist die Mischung, ist einfach genial. Das geht richtig, richtig einfach. Und zu der Frage, wie mache ich meine Puring nachhaltig, habe ich etwas Fantastisches entdeckt. Von einer Firma, die ich eigentlich selber schon, die Produkte benutze ich selber schon seit 4 Jahren. Und im Februar habe ich Entscheidung getroffen, dass ich aktive Ringana Partnerin werde. Und dann habe ich mit meinen Vitalstoffen solche Becher zugekriegt, ja. Und ich dachte, wow, das ist genau das. Was ist hier interessant? Wir haben einen Becher, der verschließbar ist, ja. Wir können das verschließen. Und das ist alles Bioplastik. Ja? Das heißt, wir können das, wenn wir puren, unsere Farben in Becher lassen, dann sind sie zu, die vertrocknen sich nicht. Wir machen was Gutes für unsere Farben und für den Umwelt. Und dann es ist auch interessant, unsere Produkte sind in, wie gesagt, in Bioplastik verpackt. Das ist so Gesichtsprodukten, zum Beispiel in Glasflakons. Und wir sehen, da gibt es zwei verschiedene Deckel. Ja? Zum Beispiel, ich nehme diese kleine Deckel und ich nehme diese große Deckel und so kann ich zum Beispiel, das ist ein Teil davon nehmen und wenn meine Mischung ist 1 zu 2, dann kann ich ein Teil davon nehmen, zwei Teile davon, dann ist das wirklich, wie ihr seht, das ist genau die Hälfte. Und so mache ich das heute, mische ich heute meine Farben in meinen sozusagen nachhaltigen Becher. Und was noch interessant ist, die Tücher haben wir als Verpackung auch da. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann findet der Link unter der Seite. Da können Sie dann auch viele interessante Sachen für sich entdecken und der Welt noch schöner und grüner mit mir machen. Ich sage, ich bin die Künstlerin und mache die Welt nicht nur bunter, sondern auch grüner. Und jetzt geht es zur Mischung. Wie gesagt, wir werden so heute ein kleines Bild puren. Das ist 24x30. Da kommt auch öfter die Frage, wie kann ich rechnen, wie viel Farbe werde ich gebrauchen? Für so ein kleines Format werden ca. 300 Milliliter Farben gebrauchen. Und auf unserem Becher haben wir hier auch die Markierung. Das ist 01, 02. Das heißt, ich brauche für dieses Bild praktisch den ganzen Becher. Aber ich habe drei verschiedene Farben. Das heißt, so viel von jeder Farbe. Ich habe mir drei Becher vorbereitet und dann geht es jetzt los mit dem Mischen. Bei diesen Farben, ja. Das ist auch sehr spannend. Ich liebe diese Farben. Wirklich, da brauchen wir Mischung mit unserem Puring, mit unserem Fluidmedium. Wirklich 1 zu 1. Und da habe ich schon gesagt, wir brauchen 100 Milliliter Farbe. Ich würde das in diesen Becher sozusagen das Ganze gießen. Und wie ihr hier seht, das ist das hier 01. Das heißt, ich brauche die Hälfte von Farbe und die Hälfte von Puringmedium. Ja? Und ich mache, dann brauche ich jetzt meine kleine Deckel nicht. Jetzt hier ist das, ich weiß, ich brauche 300 Milliliter und ich mache einfach hier gleich in die Becher die sozusagen die Hälfte, wenn man das so sieht, sieht man nicht so gut, aber das ist wie gesagt, das ist 50 Milliliter, kann man sagen, Puringmittel und genauso viel bis zur Markierung gieße ich dann die Farbe. So,
Zack. Und dann ist das bei dieser Farbe wirklich einfach genial, sage ich. Bei manchen Farben muss man das ganz viele lange experimentieren. Was nehme ich mit, damit die Farbe so richtig fließt und so weiter. Und hier haben wir wirklich mit dem Fluid Medium von Bösner, weil es ist auch sehr wichtig, das stelle ich auch ab und zu, stellen mir die Leute die Fragen, ja, ich habe aber das auch 1:1 gemischt, aber es hat nichts funktioniert. Ich zeige, dass diese Mischverhältnisse nur mit diesen Farben und mit diesem Medium, ja. Es ist wirklich bei Puring wichtig, ja, weil jede Farbe reagiert anders, jede Farbe hat andere Dicke, oder in Puring redet man über die leichte und über die schwere Farben. Und hier schauen Sie mal, das ist jetzt wirklich keine Zauberei, weil sonst mischt man die Farben sehr, sehr, sehr lange. Und hier ist das wirklich eine fantastische Sache. Schauen Sie mal, und das ist schon, habe ich richtig diese Struktur, wie heiße Honig, sagt man. Das ist perfekt. 1:1 gemischt. Ich lasse das hier jetzt stehen. Jetzt nehme ich meinen anderen Becher, und ich habe jetzt so Metallic Graphit dazu genommen. Das mache ich jetzt auch. Genau das gleiche. Oder damit ihr seht, ich überlege, dass es dann, ich mache jetzt so in diesen Becher. Von dieser Metallic Graphit mache ich ein bisschen weniger Farbe, und dann nehme ich wirklich, damit ihr das besser seht, in diese kleine Deckel eine Portion sozusagen von Fluid. Das ist jetzt ein bisschen weniger, das ist ca. 30 Milliliter, und genau so viel nehme ich auch von der Farbe, ja, Deckel voll halt. Und wenn ihr wollt, dass ihr nicht so viel abwascht, weil wenn wir die Farbe abwaschen, dann kommt das auch in unsere Abwasser und so weiter, dann nimmt ihr immer zuerst Puring, dann die Farbe, da bleibt das hier alles versaubert, da könnt ihr dann eher mit dem Tuch abwaschen, wegschmeißen, und dann wird unsere Wasser auch nicht schmutzig. Das war bei mir wirklich so ein Konflikt. Ja, ich pure gerne, aber ja, das ist Müllproduktion. Das hat sich ein bisschen mit meinem grünen Business gebissen. Aber jetzt, Gott sei Dank, habe ich eine Alternative für mich gefunden. Vielleicht wird das auch für euch was sein, weil diese Becher könnte man dann auch länger benutzen. Jetzt sehe ich bei der Metallic-Farbe, bei Anthrazit, ist diese Mischung 1:1. Bisschen, die Farbe ist schwerer, ja, das merke ich. Und dann gucken wir bei diesem Symbol, schauen Sie mal, das ist hier transparent, das heißt, die Farbe deckt nicht, und hier ist das Symbol, sieht er, deckend, ja. In normaler Malerei reden wir transparent und deckend, in Puring redet man schwere Farbe, leichte Farbe, ja. Das heißt, diese Farbe, die schwer ist, die braucht einfach mehr Puring, weil da mehr Pigmenten drin sind. Und das sehen wir auch beim Mischen, dass die Farbe, zeige ich das nochmal, wenn man das so gießt, dass sie so ein bisschen, na, vielleicht sieht man das am Video nicht, aber sie ist ein bisschen schwerer ist, ja. Das ist nicht so schlimm. Was machen wir da? Wir haben Tiefgrund, ja. Ich nehme anstatt Wasser Tiefgrund, und bei Tiefgrund sagt man, das muss tropfenweise dazugegeben werden und nicht mehr als 10% sein, weil sonst können die Risse im Bild entstehen und. Und wie gesagt, ich mache das nur tropfenweise, so ein bisschen kleine Schluckchen rein, und dann mische ich das. Und da werdet ihr sehen, die Farbe wird flüssiger. Und wie gesagt, bei diesen Farben, ja, das ist jetzt, mehr brauchen wir auch nicht. Nur doch noch ein kleines. Und was ist noch zu beachten ist bei Puring, die alle Farben sollten gleich dick sein. Ja? Und ganz gut mischen. Mit Holzstäbchen funktioniert das am besten. So, das ist jetzt perfekt, ja? Das muss, die Farbe sollte fließen. Ja, so richtig fließen. Ja, richtig fließen.
So, und als dritte Farbe habe ich jetzt mir Farbe nicht von Bössner, sondern von Gerstecker ausgesucht, weil es kommt auch ab und zu Frage, kann ich die zwei verschiedene Firmen kombinieren? Ja klar, man sollte nur die richtige Mischverhältnis haben, ja? Und dann machen wir jetzt wieder hier mit, ihr braucht auch zwischendurch so einen nassen Lappen und dann könnt ihr so eure Hände dann immer wieder sozusagen sauber machen und dann habt ihr auch gleich saubere Hände. So, und hier machen wir von Silber, nehme ich ein bisschen mehr Farbe, ich nehme jetzt größeren Becher und dann auch bei Silber weiß ich ganz genau, das ist das Verhältnis, weil ich habe das schon ein bisschen öfter gemischt. Bei diesen Farben haben wir Mischverhältnis 1:1,5. Dann nehme ich, jetzt machen wir ein bisschen mehr von Silber. Das ist jetzt ein Becher. Und da machen wir erstmal 1:1, damit er sieht. So. Und ihr seht schon, dass die Farbe in sich schon ein bisschen dicker ist. Hoppala, ein bisschen ist schon reingeflossen. So, so, dann habe ich meinen vollen Becher. Und dann wird das da reingepackt. Und wieder gemischt. Ja, ihr solltet nicht zu schnell rühren, weil sonst entstehen zu viele Blasen. Eher so langsam rühren, bis die ganze Farbe ganz durchgemischt ist. Das ist auch wichtig. Und jetzt sehen wir, dass diese Farbe nicht so einfach sich sozusagen vermischt mit dem Fluid, aber es wird auch kommen. Weil wie gesagt, diese Silber ist einfach, es gibt auch verschiedene Metallic-Farben von Gerstecker und ich finde, die sind die schönsten. Aber jeder Künstler hat seine eigene Palette, eigene Farben. Ihr könntet das auch selber für sich rausfinden, was für sie schön ist. Ja? Jetzt ist die Farbe so durchgemischt und da können wir gucken und schaut ihr, dass die Farbe so die fließt, aber nicht so gleichmäßig. Sie fließt erstmal dick und dann dünn und dann tropft sie. Das heißt, hier haben wir noch nicht die richtige Mischverhältnis und wie ich gesagt habe, dann brauchen wir 1,5. Dann brauchen wir noch die Hälfte von Pudding. So, die Hälfte von meinem Deckel. Da mache ich da rein. Und dann sollte das schon alles fertig sein. Einziges, was wir nicht vermeiden können, wir machen jetzt Open Cup und da brauche ich doch einen Plastikbecher. Da habe ich noch keine andere Alternative gefunden. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, dann würde ich euch sehr dankbar, weil bei Open Cup ist das so, wir sollten die Farbe ineinander fließen und dann entstehen diese Muster. Bei Flip Cup ist das einfacher, dann kann ich die Farben auch in so einen Becher gießen, das funktioniert. Aber bei Open Cup ist das so, jetzt sieht er, das ist schon ganz gut. Aber gefühlt brauche ich da auch ein kleines Schluckchen von Tiefgrund. Ja? Und wenn man sagt, dass es bei Pudding muss er gefühlt kriegen, ja, die Farbe sollte ein bisschen wie flüssiger Honig sein. Und alle Farben sollten die gleiche Konsistenz haben. Da sind so praktisch nur zwei Geheimnisse, mehr gibt es nicht. Und Mischverhältnisse, wie gesagt, wenn ihr diese Farben nehmt, Metallic Graphit von Bössner, dann habt ihr ganz einfache, schnelle Mischverhältnis. Und ihr seht, bei Gerstecker muss man ein bisschen mehr mischen. Aber ja, manche fangen mit Pudding an, haben verschiedene Farben. Und das ist natürlich ja, sinnvoll, erstmal die Farben aufbrauchen, was man zu Hause hat. Deswegen, so, jetzt ist das schon ganz gut, aber ist auch ein kleines Schluckchen fällt mir noch von Tiefgrund. Wie gesagt, manche nehmen destilliertes Wasser, kann man auch nehmen anstatt Tiefgrund, aber da muss man noch mehr aufpassen,
weil bei dem normales Wasser könnte man schneller, könnte die Farbe könnte sich ändern, die Farbe könnte sich nachdunkeln nach dem Trocknen, das dunkelt sowieso nach bei Acrylfarben. Und die zweite Sache, das könnte, wenn man zu viel Wasser nimmt, das könnten die Rissen entstehen und die Zellenbildung ist nicht so gut. So, diese silberne Farbe, das ist ein bisschen mehr als von zwei anderen, nehme ich jetzt als Untergrundfarbe. Das heißt, da kommt kein Silikonöl. Und in diesen zwei Farben, in Magenta und in Graphit, nehme ich jeweils für jeden Becher so 3 bis 4 Tropfen von Silikonöl. Silikonöl empfehle ich euch von dieser Firma. Das ist auch sehr gute Sache. Und die Materialien findet ihr in Beschreibung, was ich euch empfehle. Und dann, wie gesagt, mit Pipette 1, 2, 3, 4. Und hier auch 1, 2, 3, 4. Der Rest kommt in die Flasche. Und dann, wichtig ist, damit wir größeren Zellen haben, langsam vermischen. Langsam vermischen. Aber man sollte wissen, Metallfarben haben in sich schon so ein bisschen Struktur, dass sie Zellen bilden. Jetzt hole ich doch einen Becher. Wir nehmen einen Plastikbecher, schneiden den unteren Teil weg. Ja, aber dann haben wir schon anstatt 3 nur 1 benutzt. Ja. So, und dann stellen wir das hier praktisch auf unsere Leinwand. Und bevor wir die Farbe gießen, müssen wir Leinwand vorbereiten. Ich mache das mit dem Tiefgrund. Mache ich nur ein bisschen. Das könnte man vergleichen mit dem, wenn wir eine Wand putzen, dann brauchen wir auch eine so Verbindung. Wir machen die Poren einfach, wir bereiten die Poren einfach zu dem Gießen, damit der Leinwand einfach ein bisschen vernetzt ist. Wie gesagt, ich habe Restaurierung von Steinobjekten studiert und das hilft mir bei Puringtechnik. Manche sagen, naja, du bist vielleicht gute Steinrestauratorin, aber schlechte Künstlerin, dass ich die Puring mit sowas vergleiche. Ich sage immer, bei Puring ist es wichtig, am Anfang die richtige Rezeptur. Wenn die Rezeptur stimmt, dann seid ihr Künstler, aber bis zu dem Punkt, wo ihr experimentiert, da seid ihr eher ein ja, Restaurator oder Chemiker oder was weiß ich. Kunst beginnt ab dann, wenn die Rezeptur stimmt. So, ich habe meine Leinwand vorbereitet. Jetzt nehme ich meine Hauptfarbe, das ist halt die Silber, gieße ich die in die Mitte und er sieht, das ist die Farbe, obwohl ich da keine Silikonöl hatte, die hat da auch schon ein bisschen Poren. Das kann ich auch jetzt so ein bisschen fließen lassen, damit ich meine Leinwand auch noch ein bisschen so vorbereite. Ja, so, ich kann das auch mit der Hand so ein bisschen, dass alles nochmal in sich fließt, damit sich das Ganze nochmal in Verbindung mit Leinwand kommt. Zack. Ja. Ränder auch, ja, weil so helfen wir, dass die Farbe überall richtig schön fließt. Und wie ihr seht, die silberne Farbe, die ist überhaupt nicht deckend, ja? Die rutscht so ein bisschen, aber das ist halt bei silberner Farbe so, weil das die Pigmentierung ist ein bisschen anderes. Und immer wieder dazwischen haben wir unsere schmutzigen Hände, das können wir mit nassem Tuch abtrocknen. Und dann gießen wir das jetzt richtig in die Mitte, so ein bisschen mehr. Zack. Stellen wir unseren Becher und gießen noch ein bisschen Farbe rein. So. So, jetzt mache ich so ein bisschen zack, damit ich sehe, dass der Becher sich bewegt. Und jetzt gieße ich schichtenweise meine Farben rein. So. Ich habe mich heute auf, wie gesagt, 3 Farben. So, und wie ihr seht, da von unten fängt unsere
Farbe geht in die Seiten. Ich mache auch hier dazwischen ein bisschen Silber. Und dann für Kontrast nehme ich ein wenig von Metallic-Farbe, Anthrazit. Und dann nehme ich meine Magenta-Farbe. Und wie ihr seht, die Farben fließen dann raus. Hier kann man ein bisschen nachhelfen. Und da drunten kommen schon unsere Zellen. Ja? Ich würde das jetzt auch noch ein bisschen Silber. Und dann noch ein bisschen Kontrastfarbe. So ein bisschen Anthrazit rein. Wie ihr die Farben reingießt, das ist eure Entscheidung. Ja? Man kann das unterschiedlich gießen. Und so, jetzt kommen richtig schöne Zellen raus. So. Schaut mal, alles rumherum, was sich so öffnet, da sind alle unsere zukünftigen Zellen. Und damit das Ganze noch einen Kick kriegt, damit das Ganze noch, sich noch mehr öffnet, brauchen wir Heißluftpistole. Ich habe mich für das entschieden. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und was ist hier gut ist, er hat so zwei Stufen, ja, und ich kann das so auf die Stufe 2 stellen. Ja, und dann kann ich bis 500 Grad gehen und dann einmal mal schauen, dass es sich hier so wärmt. Ja. Und ihr könnt schon sehen, hier hat es fantastisch funktioniert. Wir haben schon unsere Zellen, die öffnen sich weiter. Und dann, wenn ich kurz drauf gehe, dann öffnen sich noch die weiteren. Hier muss ich sagen, passiert noch nichts viel. Aber mal schauen, das Bild, das ist auch sehr wichtig, dass wir, nachdem dass wir die Farbe reingegossen haben, sollten wir ca. 5 Minuten, ja, ich sage 3 bis 5 Minuten warten, bis die Zellen sich weiter öffnen. Und man kann das so lassen, dann hat man so wie ein bisschen so wie Blumenstruktur. Ich liebe das immer so, dass ich meine Becher so ein bisschen rausdrehe, dann entstehen auch ein paar Linien. Ja, und da kann man gucken, hier habe ich mehr Zellen, hier ist es noch nicht so viel entstanden, dann kann ich meinen Becher so ein bisschen so rausdrehen, dass das hier, das ist so ein bisschen wie bei Pfau, ja, entsteht so sehr interessante Muster. Ich liebe auch Feng Shui und wie ihr da seht, das entsteht so ein bisschen so wie ein Feng Shui-Symbol. So, das würde ich jetzt so lassen, das gefällt mir. Dann Becher hochheben. So. Ja, weil ab und zu bleiben die Reste im Becher noch von Farben. Ich habe noch genug da. Und so ist das schon ausreichend. Ich gehe nochmal mit dem Föhn drauf. Mal schauen, was da rauskommt. Also hier in der Mitte sind ein paar entstanden. Mehr ist das heute nicht zu sehen. Okay. Weil ab und zu geht es richtig boom. Aber wie gesagt, mit diesen Farben habe ich noch nicht so oft gepurt. Ich habe ein grünes Bild gemacht. Das war sehr, sehr, sehr cooles Ergebnis. So, jetzt ist also sozusagen zwischen 3 bis 5 Minuten ist vorbei. Und das ist wirklich, liebe Leute, das ist wirklich wichtig, weil so seht ihr, dass die Zellen sich von sich alleine entfalten. Und dann kommt jetzt das nächste Moment. Wir sollten jetzt hier richtig, das ist eine meditative Variation, wir sollten das jetzt nicht Leinwand nehmen, so zack, zack bewegen, sondern das ist wirklich langsam und schön von einer Richtung in den anderen, damit die Zellen sich weiter sozusagen öffnen. Und ich kann mir überlegen, wollte ich jetzt da weiter das Kissen? Ich möchte, dass das hier noch ein bisschen Magenta entsteht. Dann nehme ich einfach am Rand nehme ich meine Magenta-Farbe und ich gehe einfach so im Kreis. Manches wird verschwinden, aber so denke ich mir hier, dass ich bei dieser Ecke so ein bisschen mehr Magenta wollte und vielleicht auch, dass diese Ecke hier auch nochmal Kontrast kriegt.
Das wird man eher am Rändern sehen, aber so kann man das auch ein bisschen nachhelfen, ein bisschen nachfühlen und dann weitermachen. Ja? So, und dann ziehe ich das praktisch das so lange zu der Seite, bis das zum Rand runterfließt. So, dann kann ich auch mit Finger ein bisschen helfen, ja, dass das da. Und wie ihr seht, die Farbe fließt ziemlich schnell und hier brauchen wir wirklich keine hektische Bewegungen. Ja? Und ich mache es so, dass ich immer von einer Ecke so diagonal gieße. Aber ihr könnt das auch so gießen, wie es euch gefällt. Ja? Ihr seid Schöpfer eures Lebens, ihr seid Künstler und hier könnt ihr das so bewegen, wie ihr wollt. Wichtig ist, nicht zu schnell bewegen, weil sonst wird das richtig fusch sein. Und wie ihr seht, wenn ich das langsam bewege, fließt die Farbe praktisch in andere Richtung und hier öffnen sich auch weitere Zellen. Und dann musst du wirklich ein wenig Geduld haben. So. Und sehen Sie, dass es durch diese Drehung entstehen auch sehr interessante Effekte. Ich wollte auch nicht, dass dieser scharfe Effekt verschwindet. Deswegen helfe ich hier so ein bisschen mit dem Finger, dass es nach unten läuft, aber nicht so alles ganz wegläuft. Und wie ihr seht, das ist so minimale Bewegung zu der Seite. Richtig langsam. So. Das sieht jetzt richtig cool aus. Ich denke, sowas in richtig mit Grün und Blau. Muss ich auch nochmal malen, dann wird das richtig so wie Pfaufeder. So, und dann gehe ich jetzt weiter zu andere Ecke und ihr werdet sehen, dass die Farben sich weiter entfalten und dass an die Seiten auch weitere Zellen sich bilden. Ja? Das Bild lebt und da muss wirklich keine Angst haben, dass es so ab und zu denkt man, ist zu viel weggeflossen. Nein, die unteren Schichten machen sich dann langsam auf. Und wenn er sagt, ach, diese Ecke gefällt mir aber schon, da will ich dann so lassen, dann kann man hier die Farbe dazu gießen, aber ich sehe, da ist noch so viel Farbe da. Da würde ich das einfach hier ziehen lassen weiter. Das wird auch spannend, wie das sich in andere Richtung entwickelt, weil wie ihr seht, das ist dann so circa halbes, na, ihr seht das vielleicht nicht, aber das ist so ungefähr halbe Zentimeter dicke Schicht noch oben drauf und die sollte natürlich noch wegfließen. Und schaut ihr, wie eure Ränder aussehen, da könnte man auch mit Finger ein bisschen helfen. Und dann drehe ich das weiter, dass die Farbe richtig nach unten bei allen Ecken fließt. Ja? Und dass wir das Bild eher unten halten. Dann ziehe ich das hier jetzt in diese Richtung und dann mal schauen, was da noch alles sozusagen von unten sich öffnet. Hier vorsichtig, ja, wenn der mit dem Handschuh geht, nicht, dass das was auf das Bild tropft. Ja. Und wie ihr seht, der Winkel ändert sich so ein bisschen. Ja, dann drehe ich das schon so, dass es das schon, je mehr ich zur nächsten Ecke komme, desto mehr dreht sich dann der Winkel. Der wird höher und höher. Und ich helfe mir immer wieder mit Finger, damit es an die Seiten auch alles ganz gut läuft. Ich habe jetzt nur mit Metallic-Farben gebohrt.
Man kann das auch mit anderen Farben kombinieren. Ja, ihr könnt auch Weiß dazu nehmen und so weiter. So, meine Lieben, jetzt sieht das so das Bild aus. Wir haben hier schöne Übergänge. Wir haben so die magentene Farbe, so die Poren sind so von unten geöffnet. Sie öffnen sich noch weiter. Und damit ich diesen Effekt nochmal verstärke, gehe ich nochmal oben drauf mit meiner Heißluftpistole. Ab und zu. Da werdet ihr jetzt, ich sehe das schon, dass das Bild noch weiter lebt, weil wie gesagt, bei den Metallic-Farben öffnen sich danach noch weitere und weitere Folien. Es ist auch Geschmackssache. Man kann das so lassen. Wenn ich jetzt mit Föhn gehe, dann werdet ihr sehen, dann werden noch viele, einige kleine Zellen sich öffnen. Und wenn das Bild stehen bleibt, dann öffnen sie sich noch weiter. Und so kriegt das Bild noch eine super interessante Struktur. Dieses Effekt hat man nur bei Metallic Farben. So. Und natürlich, wenn das Bild trocknet, dann würde ich euch das noch auch Endeffekt zeigen. Und schauen Sie mal, das ist dann so an die Seiten überall. Dann öffnet sich noch weiter und weiter und weiter. Wenn es euch mein Video gefallen hat, das Thema war große Zellen, kleine Zellen, Metallic-Farben, wie reagieren sie? Wir haben nur drei Farben heute genommen und wir haben gesagt, könnte der Puring auch nachhaltig sein? Die Antwort ja. Und wenn es euch mein Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei dem Facebook Dara Kunstschule und natürlich schreiben Sie eure Kommentare, schicken Sie eure Bilder. Und wenn er eine bestimmte Frage hat, dann machen Sie Hashtag eure Frage. So kann ich beim nächsten Video eure Fragen einbeziehen und interessante Videos für euch drehen. Und wie gesagt, das ist für nachhaltige Produkte, findet der Link unten. Und noch eine Sache, wenn ihr meinen Kanal, wenn ihr ein Sponsor sein wollt, dann findet ihr auch Link für ein Konto, wo ihr das Geld überweisen könnt. Und so kann ich dann so mit anderen Farben, vielleicht mit teuren Farben experimentieren, andere Liquidtechniken nehmen und so weiter und so fort. Ich wollte, dass der Kanal interessant für euch wird. Deswegen brauche ich jetzt eure Ideen, kann ich sagen, Unterstützung, eure Fragen, damit wir weiter zusammenwachsen. Ich wünsche euch eine fantastische Puringzeit und liebe Grüße, eure Dara und bis zum nächsten Mal.